Hey Freunde, ja, es ist schon wieder soweit. Es muss schon wieder so ein Video geben und ich glaube, einige können es sich schon denken. Gerade diejenigen, die ich meine bei der 10. Etappe reingeschaltet haben. Und zwar habe ich schon wieder eine Aufnahme verloren, diesmal aus einem anderen Grund und damit gleich auch die 18. Etappe muss ich leider mitteilen. Beide Etappen sind mir leider verloren gegangen. Ich plane derzeit, dass ich die 18. Etappe nochmal spiele. Einfach ganz für sich genommen. Ohne eben natürlich dann mit den ganzen Platzierungen und so, wie wir das bisher haben. Ja, der Spielstand ist mir nach wie vor noch nicht verloren gegangen, glücklicherweise. Das heißt, die 19. Etappe kommt wieder ganz gewohnt. Ihr könnt das im Hintergrund gerade vielleicht euch schon erahnen, das ist die 20. Etappe, die ich noch nicht gespielt habe. Aber es ist mir nach der Aufnahme der 19. Etappe erst aufgefallen, draußen hupt jemand, dass tatsächlich ich die 17. und 18. Etappe ja, gespielt habe, aber leider die Aufnahme verloren habe. Ich möchte natürlich noch nicht zu viel spoilern. Ich werde dann in der 19. Etappe tatsächlich sehen, wo wir gerade stehen. Das ist, glaube ich, ganz funny. Wenn ihr das dann einfach nochmal live mitbekommt, wenn es soweit ist. Wie gesagt, für heute leider wieder nur so ein kleines Infovideo und ja, ich muss mich einfach wieder entschuldigen. Ich habe jetzt so ein bisschen sortiert, wo die Probleme liegen und ich hoffe, dass ich dann möglichst das in Zukunft vermeiden kann, weil ich jetzt auch ungefähr weiß, woran es dann liegt und wo es dann hapert. Insofern tut mir nochmal leid für heute und morgen wahrscheinlich dann diese Etappe für sich allein genommen gespielt und dann geht's mit unserer Bora-Tour erst in Etappe 19 weiter, dann 20 und 21 hoffentlich auch wie gewohnt. Also, es tut mir leid, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann, macht's gut und bye bye.